Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Kabinett hat heute erste Teile des milliardenschweren Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Damit will die Bundesregierung den Konsum ankurbeln und die Wirtschaft unterstützen, die unter den Folgen der Corona-Krise leidet. Beschlossen wurden unter anderem Zuschüsse für Familien, Hilfen für den Mittelstand und eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer. Milliardenhilfen durchgewunken mit Wumms. Das neue Zauberwort in der Großen Koalition. Er hat es erfunden, der Bundesfinanzminister. Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms. Das Kabinett bringt wichtige Teile des Konjunkturpakets auf den Weg. Die Details. Die Mehrwertsteuer soll bis zum Jahresende abgesenkt werden von 19% auf 16%. Der ermäßigte Satz von 7% auf 5%. Außerdem soll es einen Bonus für Familien geben, 300 Euro pro Kind, das kindergeldberechtigt ist. Der Bonus soll in 2 Raten ausgezahlt werden. Familien mit schmalem Portemonnaie werden davon profitieren, Familien mit höherem Einkommen nicht. Wir haben das so geregelt, dass dieser Kinderbonus nicht auf Hartz IV, auf Sozialleistungen angerechnet wird, dass er auch nicht auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet wird. Ein zusätzlicher Bonus also. Der Linkspartei ist das zu wenig Wumms. Der Kinderbonus ist eine grundsätzlich vernünftige Entscheidung. Allerdings ist er einmalig. Er beendet kein strukturelles Problem und er ist damit auch nicht nachhaltig. Deswegen, hier ist eine Chance verpasst worden, dauerhaft mehr für Familien zu tun. Viel Wumms verspricht sich die Bundesregierung von der Absenkung der Mehrwertsteuer. Sie soll den Handel wieder ankurbeln, Geschäfte und Verbraucher entlasten. Die FDP hat Zweifel. Es ist mehr als fraglich, ob diese vorübergehende Mehrwertsteuersenkung wirklich bei den Menschen im Portemonnaie ankommt. Denn die Händler entscheiden, ob sie die Mehrwertsteuersenkung auch an die Verbraucher weitergeben. Der Bundeswirtschaftsminister sagt der Wirtschaft nicht nur Geld zu, sondern auch weitere Unterstützung von Behörden etwa. Altmaier verspricht, gemeinsam so eng zusammenzuarbeiten, dass wir sicherstellen können, dass aus dem erforderlichen Wumms nicht versehentlich ein Bums wird, wo die Dynamik verpufft, bevor sie wirksam geworden ist. Noch vor Ende des Monats soll das Konjunkturpaket durchs Parlament gebracht werden. Beim Gedanken an die Mehrwertsteuersenkung packt Innungsmeister Hartrath die Wut. Für seinen Heizungs- und Sanitärbetrieb bedeutet sie einen erheblichen Mehraufwand. Seine Mitarbeiter müssen viele Rechnungen umschreiben. Hinzu kommt, seine Kunden wollen nun ausschließlich von Juli bis Dezember bedient werden, solange der gesenkte Steuersatz von 16% gilt. Für die letzte Steuererhöhung haben wir Zeit gehabt von 1,5 Jahr. Jetzt haben wir nichts. Wir haben jetzt 3 Wochen und uns fallen jetzt im Juni die Aufträge weg. Wir müssen die Leute aber irgendwann in den Urlaub schicken und sind dann der Buhmann, wenn die Arbeiten nicht fristgerecht bis zum 31.12. erledigt werden. Der Handel beklagt zudem technische Probleme bei der kurzfristigen Umsetzung der Steuersenkung. Die Waren müssten bis zum 1. Juli umetikettiert, alle Registrierkassen umgestellt werden. Deshalb stehen bei Werner Geil die Telefone nicht mehr still. Der Händler vertreibt Kassensysteme und betreut mit 7 Mitarbeitern tausende Betriebe in der Gastronomie und im Einzelhandel. Zum Stichtag 1. Juli sei die Umstellung sicher nicht zu schaffen, so der Kassenhändler. Das wird ein Chaos, weil die Rufer sekündlich an. Wir haben 6 oder 7 Telefone, da Leute den ganzen Tag. Das ist eine brutale Geschichte. Noch ist ungewiss, welche Händler die Steuersenkung überhaupt an die Verbraucher weitergeben. Geschäfte, die ihre Preise aber senken wollen, können laut Wirtschaftsministerium eine Ausnahmeregelung nutzen. Sie können den Rabatt pauschal an der Kasse gewähren. Was steckt drin im Konjunkturpaket? Einen Überblick finden Sie auf tagesschau.de. Mehr zur Corona-Lage heute wieder in einem ARD-Extra, gleich nach dieser Tagesschau. In Brandenburg werden die Corona-Regeln deutlich gelockert. Nach Angaben von Ministerpräsident Woidke fallen von Montag an die Kontaktbeschränkungen weg. In den Mittelpunkt rückten dann die Abstands- und Hygieneregeln. Öffentliche und private Veranstaltungen dürften ab Mitte Juni wieder mit bis zu 1.000 Menschen stattfinden. Und für Demonstrationen gäbe es keine Obergrenze mehr.
Die EU-Kommission hat sich bei den Mitgliedstaaten Rückendeckung für ihre Impfstrategie gegen das Coronavirus geholt. Obwohl bisher noch kein Impfstoff gefunden ist, will Brüssel mit Pharmaunternehmen bereits Vorverträge über spätere Lieferungen schließen. Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte nach einer Videokonferenz mit den EU-Fachministern, man müsse schon jetzt investieren, um Impfdosen so schnell wie möglich herstellen zu können. Das Mainzer Unternehmen BioNTech, führend in der Forschung gegen Corona. Als erste in Europa haben sie mit der klinischen Prüfung eines Impfstoffes gegen das Covid-19-Virus begonnen. Die Forschungsergebnisse werden jetzt von der Europäischen Investitionsbank mit 100 Millionen Euro unterstützt. Die EU-Gesundheitsminister haben sich heute darauf verständigt, nicht um einen Wirkstoff gegen das Coronavirus zu konkurrieren. Was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir gemeinsam als Mitgliedstaaten der Europäischen Union sicherstellen, dass verfügbare Impfstoffe in der Zukunft allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen, aber auch gleich schnell wie allen anderen auf der Welt zur Verfügung stehen. Eine Impfung wäre freiwillig. Experten schätzen, dass innerhalb der EU 300 bis 600 Millionen Dosen Impfstoff gebraucht werden. Auch die Produktion von medizinischen Produkten soll langfristig nach Europa zurückgeholt werden. Derzeit werden bis zu 90% der Arzneimittel in Indien und China hergestellt. Zum ersten Mal in der europäischen Geschichte werden wir eine gemeinsame strategische Reserve anlegen. An notwendigen Arzneimitteln, an Schutzausrüstung, medizinischem Gerät in Krisenzeiten und auch an medizinischem Personal, das wir bei Bedarf einsetzen, wann und wo es gebraucht wird. Die EU-Impfstrategie sieht vor, im Kampf gegen Covid-19 2,3 Milliarden Euro in aussichtsreiche Forschungsprojekte zu investieren. Ob und wann es einen Impfstoff geben wird, ist noch unklar. In Italien hat die Staatsanwaltschaft im Zuge der Aufarbeitung der Corona-Pandemie einen prominenten Zeugen vernommen. Ministerpräsident Conte wurde zu den Gegenmaßnahmen der Regierung befragt. Das neuartige Coronavirus hatte sich Anfang März im Norden Italiens schnell ausgebreitet. Die Justiz untersucht vor allem die Frage, warum die am stärksten betroffenen Gemeinden nicht früher zu Sperrzonen erklärt wurden. Diese Bilder gingen im März um die Welt. In der Provinz Bergamo starben so viele Menschen an Covid-19, dass Militärlastwagen die Toten in die Krematorien transportieren mussten. Insgesamt gab es in Italien mehr als 34.000 Todesopfer. Doch hätte sich all das vielleicht verhindern lassen? Staatsanwältin Maria Cristina Rota hat dazu heute unter anderem Regierungschef Conte als Zeugen befragt. Der hat bereits am Vortag seine Unterstützung zugesichert. Alle Untersuchungen sind willkommen. Die Bürger haben das Recht, alles zu erfahren. Und wir haben die Verantwortung, ihnen Rede und Antwort zu stehen. Bereits am Mittwoch haben Hinterbliebene von an Covid-19 Verstorbenen aus Bergamo rund 50 Anzeigen gegen Unbekannt erstattet. Sie werfen den Behörden unter anderem vor, zu spät reagiert zu haben. So hätten sie die Orte Alzano Lombardo und Nembro, beides Corona-Hotspots, zu spät abgeriegelt. In Rom hat allein die Befragung des Ministerpräsidenten gute 3 Stunden gedauert. Staatsanwältin Rota zeigt sich am Abend zufrieden. Die Gespräche waren sehr konstruktiv, die Atmosphäre war gut und die Regierungsmitglieder haben bestmöglich mit uns kooperiert. Mit der heutigen Vernehmung nähern sich die Vorermittlungen zur Corona-Krise dem Ende. Dann entscheidet sich, ob es zum Prozess kommt und ob möglicherweise sogar Regierungsvertreter angeklagt werden. Wegen der Corona-Pandemie fürchten die Vereinten Nationen einen weltweiten Anstieg der Kinderarbeit. Millionen weitere Minderjährige könnten als Folge der Krise in Arbeit gedrängt werden, wenn zum Beispiel ihre Eltern die Jobs verloren haben. Die Fortschritte der vergangenen Jahre seien in Gefahr, hieß es heute am Welttag gegen Kinderarbeit. Die Säcke sind voller Sand und schwer. Die 14-jährige Françoise aus der Demokratischen Republik Kongo verdient ein wenig Geld mit dem Transport von Baumaterial. Jeden Tag arbeitet sie in 2 Schichten. Es ist sehr schwer und die Entfernungen sind weit. Wegen der Corona-Pandemie sind weltweit viele Familien in Not. Kinder müssen mitarbeiten. Millionen droht deshalb jetzt Kinderarbeit, so ein Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation und UNICEF. Dabei war die Welt auf gutem Weg.
denn die Zahl der arbeitenden Kinder war zurückgegangen von 246 Millionen im Jahr 2000 auf etwa 152 Millionen im Jahr 2016. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor, nun sind diese Fortschritte offenbar in Gefahr. Wenn die Eltern dauerhaft ihre Einkommensgrundlage verlieren, dann wird das mit Sicherheit dazu führen, dass wir einen Anstieg der Kinderarbeit erleben werden. Wegen der Corona-Krise können laut Bericht weltweit etwa 1,6 Milliarden junge Menschen nicht zur Schule gehen. Doch auch wenn die Schulen wieder öffnen, werden es sich nicht alle Eltern mehr leisten können, ihre Kinder wieder zum Unterricht zu schicken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit einer gemeinsamen Anstrengung Kindern wieder den Schulbesuch ermöglichen. Schule ist für Kinder eine der stärksten Schutzvorkehrungen gegen die größten Risiken. Die Herausforderung nach der Pandemie, arbeitende Kinder zurück in die Schule zu bringen. Kriminelle Clans sind nach Ansicht von Niedersachsens Innenminister Pistorius eine Bedrohung für die freie Gesellschaft. Bei der Vorstellung des ersten Lagebildes zur Clankriminalität in Niedersachsen sagte er, diese beschränke sich nicht mehr allein auf Großstädte, sondern sei überall im Land zu finden. Clanmitglieder gingen nicht nur gegen Konkurrenten, sondern insbesondere auch gegen die Polizei vor und bedrohten damit den Rechtsstaat. Die Polizei in der niedersächsischen Stadt Peine. Erst kürzlich wurde hier das Auto einer Polizistin zerkratzt, Reifen zerstochen und ihr Kollege wohl von einem Clanmitglied bis vor die eigene Haustür verfolgt. Die Reaktion auf solche Konfrontationen? Die Staatsmacht, die Staatsordnung muss klar sich zeigen und sagen, wir bestimmen die Regeln und nicht die Clans. In Niedersachsen, aber auch in Nordrhein-Westfalen oder Berlin geht die Polizei seit Jahren gezielter gegen Clans vor. Auch mit neuen Methoden wie der Vermögensabschöpfung. Ist unklar, woher große Mengen Bargeld oder Immobilien stammen, kann das Vermögen eingezogen werden. Fast 6 Millionen Euro im vergangenen Jahr allein im Land Niedersachsen, das heute sein erstes Lagebild zu Clankriminalität vorgestellt hat. Demnach verzeichnete die Polizei etwa 1600 Straftaten, vor allem Körperverletzungen und Drogendelikte. Die Zahl der Straftaten bewegt sich im Promillebereich im Verhältnis zur Gesamtzahl der Straftaten in Niedersachsen. Aber die Art der Straftaten, das Verhalten der Clans ist eben das Besondere, was das Sicherheitsgefühl der Menschen infrage stellt. Die meisten Täter sind unter 30 und deutsche Staatsbürger, gefolgt von Türken und Libanesen, die neue Generation der Clans. Aus Sicht von Expertinnen wurde das Problem zu lange vernachlässigt. Wir haben Kinder, die mit der Erfahrung aufwachsen, es ist viel lukrativer, kriminell zu sein, als für einen Bruchteil des Geldes irgendwo eine Ausbildung zu machen und. Von daher denke ich, man muss schon eine Menge jetzt investieren. So will Niedersachsens Polizei etwa die Prävention an Schulen oder die Zusammenarbeit mit Jugendämtern verstärken. In US-Naturschutzgebieten hat ein Forscherteam große Mengen Mikroplastik nachgewiesen. Es handelt sich dabei um Rückstände von Industrieprodukten, die in immer kleinere Bestandteile zerfallen und sich in der Umwelt verteilen. Laut einer Studie der Utah State University lagern sich in den Nationalparks im Westen der USA jährlich mehr als 1000 Tonnen dieser winzigen Partikel ab. Das entspreche dem Kunststoff von mehr als 120 Millionen Plastikwasserflaschen. Aus Sorge vor Beschädigungen ist in London eine Statue des früheren Premierministers Winston Churchill mit einer Schutzkonstruktion versehen worden. Im Rahmen der Antirassismus-Proteste hatten Demonstranten am Wochenende den Schriftzug "War ein Rassist" auf das Denkmal gesprüht. Premierminister Johnson nannte es auf Twitter absurd, dass ausgerechnet die Statue Churchills, der ganz Europa von der faschistischen und rassistischen Tyrannei gerettet habe, dem Risiko der Beschädigung ausgesetzt sei. Churchill war während des Zweiten Weltkrieges britischer Regierungschef und einer der wichtigsten Akteure im Kampf gegen die Nazis. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 13. Juni. Warme bis heiße und vor allem schwüle Luft strömt zu uns. Sie ist energiegeladen, daher bilden sich Schauer und Gewitter. In der Nacht sind sie selten und es ist oft klar. Am Tag ist es zunächst sonnig, vor allem vom Südosten bis in die Mitte. Erst im Norden örtlich Schauer und Gewitter, am Nachmittag dann auch im übrigen Land teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter. Am größten ist die Unwettergefahr vom Osten bis in den Nordwesten. In der Nacht 19 bis 8 Grad, am Tag 24 bis 30 Grad, im Osten Werte darüber, an den Küsten Werte darunter.
Am Sonntag teilweise kräftige Schauer oder Gewitter, örtlich Unwettergefahr durch große Regenmengen. Ruhiger ist es im Südwesten und Nordosten. Am Montag vor allem in der Südwesthälfte unbeständig, im Nordosten freundlich. Am Dienstag ändert sich wenig. Karin Mioska hat um 22 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Stadt und Vorurteil, Göttingen nach dem Corona-Massenausbruch im sozialen Brennpunkt und Tagesthemen mittendrin. Die Schwartau in Schleswig-Holstein, wie ein Fluss nach fast 90 Jahren zurück in sein altes Bett zieht.